Duttweiler, der von seiner Lehrfirma bald eine feste Stelle bekommt, bereist die Handelshäfen Europas als erfolgreicher Einkäufer. Schön war halt zu sieben Zeiten, dass man vollständig frei war, ins Ausland zu gehen. In meinem Fall mit Kaffeemuster und Ähnlichem, Kolonialwaren, Reis und etc. mit dem Güferli. Und ich habe mich dort sehr bewährt. Ich habe dann ein bisschen neue Methoden eingeführt. Wir haben dann angefangen direkt mit dem Ursprungsland, zum Beispiel Brasilien und so, und mit Indien zu verkehren. Wenige Wochen später sind Gottlieb und Adele Duttweiler unterwegs nach Brasilien. Er besitzt dort einen letzten Kaffeekontrakt, den er zu Geld machen will. Und schon bald sind die beiden stolze Besitzer einer riesigen Fazenda südlich von Rio de Janeiro. Aber ein Farmer ist Duttweiler nicht. Dass er mit Viehzucht und Kaffee nicht weit kommen wird, begreift er schnell. Keine zwei Jahre nach seiner Ankunft wird er die Fazenda wieder verkaufen. Für die Duttweilers ist das Unternehmen Brasilien beendet. Und der Herr Kaller ist mit dem Herrn Duttweiler da nicht beim Kaffee, sondern sie probieren eine von unseren Mischungen. Fürs Kaffeeprobieren hat der Herr Duttweiler eine besondere Schwäche, seit er in Brasilien als Farmer selber gepflanzt hat.